Ja, Städte bauen, mieten, alles heute auch Thema im Bundestag mit dem Thema Städtebauförderung. Also gehen wir rüber am letzten Tag des Bundestages, heute zumindest, zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallois. Herr von Fallois, es gibt zwei Anträge, sowohl von CDU, CSU und SPD als auch von FDP in Sachen Städtebauförderung. Ist da heute eine intensive inhaltliche Diskussion zu erwarten? Ja, es gibt sogar noch einen dritten Antrag der Bündnisgrünen. Und in der Tat geht es hier in der Kernzeit gleich um die Städtebauförderung. Morgen ist der Tag der Städtebauförderung. Seit 2015 gibt es den. Und bereits seit 1971 gibt es das Instrument der Städtebauförderung. Das Ziel ist möglichst die Schaffung einheitlicher, gleicher Verhältnisse in Deutschland. 13 Milliarden Euro sind im Bundeshaushalt eingestellt für sozialen Wohnungsbau, Baukindergeld, Wohngeld und eben für die Städtebauförderung. Alleine 790 Millionen Euro. Das wächst in den nächsten Jahren auf. Dazu kommen noch mal 200 Millionen Euro eines Sonderfonds soziale Programme. Und das ist eine Batzen Geld für die 6 Programme, die aufgelegt werden. Da geht es um Stadtumbau, soziale Stadt, städtebaulichen Denkmalschutz. Das kennt man. Kleinere Städte und Gemeinden, aktive Stadt-Ortsteilzentren und Zukunft Stadt Grün. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße Bernhard Dahldrup. Er ist der Sprecher für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Muss ich mal runtergucken. Das ist ja eine ganze Menge, Herr Dahldrup von der SPD. Und Frank Sitter, er ist für die gleichen Bereiche zuständig. Bei der FDP ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Herr Dahldrup, hier der Antrag, den die Koalition vorlegt. Der heißt Städtebauförderung, eine Erfolgsgeschichte für Bürgerinnen und Bürger. Das erinnert mich persönlich so ein bisschen an das gute Kita-Gesetz. Wenn uns kein anderer lobt, loben wir uns mal selber. Das ist in diesem Falle nicht nötig und das werden Sie morgen am Tag der Städtebauförderung sehen. Denn über 500 Kommunen werden sich an diesem Tag der Städtebauförderung mit einer großen Zahl von Projekten beteiligen, werden ihrer eigenen Bevölkerung zeigen, was denn eigentlich konkret mit diesem Geld geschehen ist. Und ich kenne eigentlich keinen Kommunalpolitiker, keinen Bürgermeister, der sich darüber jemals beschwert hätte, dass es die Städtebauförderung gibt. Ganz im Gegenteil, es ist eine großartige Hilfe. Und dafür, sage ich mal, ist diese Feststellung durchaus auch angemessen. Ich muss mal eine Gretchenfrage stellen. Es werden nur 38 Minuten gleich diskutiert, dann wird gleich abgestimmt. Warum legen Sie den Antrag vor? Es steht ein bisschen in der Begründung, kann ich gleich mal verraten, habe ich gelesen. Unter anderem, damit Sie sicherstellen, dass die Bundesregierung Ihnen auch weiter Geld mindestens in dieser Höhe zusichert. Nach gestern ja kein unwichtiger Faktor. Erstens machen wir es deswegen, weil es den Tag der Städtebauförderung gibt. Er ist seinerzeit von Barbara Hendricks eingeführt worden, 2015. Darauf haben Sie hingewiesen. Die Städtebauförderung hat eine lange Geschichte. Es ist eine wichtige Maßnahme, um auch die soziale Stabilität unserer Gesellschaft sicherzustellen. Und weil morgen dieser Tag ist und wir ihm eine Bedeutung geben und wir uns auch bedanken wollen bei all denjenigen, die dabei mitmachen, deswegen haben wir diesen Antrag gestellt. Erstens. Zweitens, Sie haben recht, wir haben uns vorgenommen, diese 6 Programme, die Sie eben auch schon aufgezählt haben, im Rahmen einer Novellierung der Städtebauförderung im kommenden Jahr, und die Debatte läuft zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ein bisschen zu vereinfachen, zu verschlanken, auf neue Herausforderungen einzustellen. Und das ist der zweite Grund, weshalb wir das machen. Die FDP als Oppositionspartei legt einen eigenen Antrag vor und sagt, also wir müssen Städtebau ganz neu denken, das Konzept muss verändert werden. Warum und was wollen Sie verändern? Also grundsätzlich ist Städtebauförderung was Wichtiges, was wir auch als solches sehen, um Kommunen zu unterstützen bei der Entwicklung ihrer Städte. Wir sehen aber zurzeit eine gewisse Überkomplexität, eine Aufdröselung in immer mehr verschiedene Förderprogramme. Wir nehmen auch wahr natürlich, dass die Kommunen sicherlich sich nicht beschweren darüber, dass sie Unterstützung bekommen, aber sie beschweren sich doch darüber, wie bürokratisch und wie umständlich die Prozesse oft sind. In unserem Antrag gehen wir da nochmal drauf ein, dass es hier einfachere Beantragungsmöglichkeiten geben muss, auch kleine Kommunen das alleine stemmen können sollen. Und dann finde ich auch, und die Pointe haben Sie mir so ein Stück weit schon genommen, ich musste auch so an gute Städtegesetz oder so denken. Ich finde es immer besser, wenn Erfolgsgeschichte als Titulierung von Dritten kommt, als wenn man sich selbst die eigene Politik als Erfolgsgeschichte bezeichnet. Das hat zumindest so ein bisschen einen eigenartigen Charakter. Städtebauförderung, wenn man das hört, denkt man sofort an die momentanen Probleme, die allgegenwärtig sind. Und jeder sagt, wenn man darüber redet, geht es eigentlich wahrscheinlich nur darum, bauen, bauen, bauen. Aber das ist ja gar nicht der Fall, denn ich habe es gerade gesagt, die 13 Milliarden kann man sehr schön aufdröseln. Und der Bereich Städtebauförderung mit den 6 Programmen hat einen ordentlichen eigenen Anteil. Also das mit dem Bauen wollen wir jetzt in diesem Interview mal weglassen. Was ist die zentrale Aufgabe Ihrer Meinung nach sonst? Denn die Forderung, die auch der Bauminister und Heimatminister Seehofer gerade wieder mal
mal aufgestellt hat, einheitliche Lebensverhältnisse zu schaffen. Die ist ja auch grundgesetzlich verankert. Aber ist das wirklich eine Forderung, die man erreichen kann, wenn man sich mal die Realitäten anschaut? Ja, das kann man. Ich will vielleicht eine Bemerkung machen. Immer wenn man hier in Berlin etwas diskutiert, dann gibt es so ein Phantom, das irgendwie sich einschleicht, und das heißt Bürokratiemonster. Also diese Programme müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle überprüft werden. Das ist ganz normal und wirkungsvoller gemacht werden. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Zweitens, bauen, 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 haben Sie gesagt, nicht in den Vordergrund stellen. Das ist auch richtig. Denn Städte sind soziale Veranstaltungen, große soziale Veranstaltungen, die nicht damit zu erledigen sind, in Anführungszeichen, wenn man sich sozusagen nur auf Kubikmeter umbauten Raum konzentriert. Und das macht die Städtebauförderung nicht. Die soziale Stadt, so heißt sie auch extra, heute mit einem Rekordvolumen von 190 Millionen, kümmert sich gerade um strukturschwache Regionen und strukturschwache Stadtteile. Und wenn Sie mal sich die Frage stellen, warum sind eigentlich bei uns die Vororte, die Stadtteile nicht so problematisch wie in mancher anderen europäischen Großstadt etwa, dann hat das sehr viel damit zu tun, dass wir das für die soziale Stabilität in den Städten tun. Zweitens, das historische Erbe von Städten zu organisieren und mit zu unterstützen, was im Übrigen über die Städtebauförderung eine große wirtschaftliche Bedeutung hat. Jeder Euro für die Städtebauförderung löst 7 Euro im regionalen Handwerk und bei den kleinen und mittleren Unternehmen aus. Für die Tourismusbranche hat es eine große Bedeutung. Also wir machen unsere Städte damit ein Stück weit, wir unterstützen unsere Städte dabei, zukunftsfähig zu sein. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, um für mehr gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen. Ich halte gar nichts davon, Städte, Dörfer, kleine und große Gemeinden sozusagen gegeneinander aufzustellen. Sie haben manchmal gemeinsame Herausforderungen, zu einem Teil haben sie aber auch gegensätzliche Herausforderungen. Die Wohnungsknappheit in den Hotspots beispielsweise, der steht gegenüber Leerstände in manchen anderen Gebieten Deutschlands. Beides sind Aufgaben der Städtebauförderung. Eben, das ist sehr komplex, weil zum Beispiel in Orten in Ostdeutschland, im Saarland oder auch im Ruhrgebiet, da kämpft man mit ganz anderen Problemen als in München, Berlin und Hamburg, das ist völlig klar. Aber gerade weil ich diese drei Bereiche aufgezählt habe, man denkt ja immer daran, dass die Orte in Ostdeutschland zu kurz gekommen sind. Aber jetzt hat die Ebert-Stiftung herausgefunden, es gibt große Regionen im Saarland, natürlich im Ruhrgebiet und in Ostdeutschland. Die sind trotz der Städtebauförderung seit 1971 respektive 90 so weit zurück, dass man befürchten muss, dass sie endgültig abgehängt werden. Was läuft denn da falsch? Also grundsätzlich begrüße ich erstmal, dass wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir das nicht mehr nach Himmelsrichtungen sortieren, sondern einfach schauen, wo sind Regionen, die mehr Unterstützung brauchen. Das muss auch in der Städtebauförderung ein großes Thema sein, denn wir haben, die großen Metropolen haben eine ganz natürliche Anziehungskraft bereits auf die Menschen. Wir haben kleinere Kommunen, gerade auf dem Land, es gibt Landflucht, die mehr Unterstützung brauchen. Und dann muss es am Ende auch so sein, und im Osten gibt es da auch Beispiele, wo auch gerade das genannte Projekt, im Förderprojekt Soziale Stadt dazu geführt hat, dass die Stadt schön aussieht. Aber dass sie lebenswert ist, dass Dinge gefördert wurden, die ja wirklich eine Stadt lebenswert machen, fehlt manchmal. Also es ist nicht nur die Sanierung auch von Innenstädten, sondern es muss weitaus mehr passieren. Und da wünschen wir uns einen stärkeren Fokus gerade auf kleine Kommunen. Nicht explizit im Osten, auch in Regionen im Westen, wo dort Unterstützung gebraucht wird. Denn grundsätzlich ist jeder Mensch in Deutschland frei, sich zu überlegen, wo er gern wohnen möchte und wo sein Lebensmittelpunkt ist. Es ist aber nicht an jeder Stelle, Aufgabe des Staates, das überall zu den gleichen Kosten sicherzustellen. Sondern wir müssen Attraktivität gerade auch für ländliche Räume behalten. Und hier einen Fokus darauf zu setzen in der Städtebauförderung, das muss eigentlich Aufgabe der Zukunft sein. Wenn man sich solche Städte anguckt, die etwas außerhalb der großen Zentren liegt, dann hat man zunächst das Problem, dass dort der Einzelhandel abwandert, dann gibt es keine Buslinien mehr. Und dann ist es ja auch logisch, dass die Menschen dort abwandern, weil zum Leben da reichlich wenig übrig ist. Ist das auch Teil der Städtebauförderung, zu sagen, wir brauchen da wieder eine Bus- oder Bahnverbindung, wir brauchen wieder einen kleinen Lebensmittelladen, wir brauchen Ärzte? Ja, ganz genau. Deswegen gibt es ja ein eigenes Programm, das sich auch um nicht nur große Städte, sondern explizit um kleine Städte und Gemeinden kümmert, wo die Frage beantwortet wird, wie sieht eure Infrastruktur eigentlich aus, wo konzeptionell überlegt wird und gefördert wird, eine lebenswerte Perspektive für die eigene Gemeinde sicherzustellen und dabei auch darauf zu achten, das ist für die Zukunft besonders wichtig, wie es denn eigentlich zu interkommunaler Kooperation dabei kommen kann. Also wie kann man sozusagen durch Zusammenarbeit auch die Stabilität der Orte sicherstellen. Das wird die Städtebauförderung, das macht sie jetzt schon, aber das wird sie in der Zukunft sicherlich mehr unterstützen. Wir wollen einen Förderbonus einführen dafür, dass es solche Formen von Zusammenarbeit gibt. Aber ich will noch auch ergänzen, die soziale Stadt ist auch für
sehr unterschiedliche Gemeindegrößenklassen. Das ist nicht nur ein Programm für große Städte beispielsweise. Es ist von eminenter Bedeutung und hat heute 190 Millionen. Da muss ich leider sagen, das hat die FDP völlig anders gesehen und hat das seinerzeit, als sie selber in der Regierungsverantwortung war, drastisch zusammengestrichen auf 40 Millionen, fast sozusagen zur Disposition gestellt. Das ist schon auch ein Unterschied zwischen uns beiden. Warum haben Sie soziale Stadt so runtergestrichen? Ja, man kann im Gegenzug sagen, dass zu Zeiten der schwarz-gelben Koalition die Forderung kleiner Städte stärker berücksichtigt war. Und an der Stelle eben durch Fehlallokation auch von Mitteln man da unterschiedliche Schwerpunkte setzte. Ich glaube, der Blick muss da aber jetzt nach vorn gehen und nicht nach geschichtsbuchmäßig nach hinten, was man falsch gemacht hat. Ich glaube, die Aufgabe ist jetzt zu schauen, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse so gut es geht sicherstellen. Und dafür sind diese Mittel gut. Es ist wichtig, dass sie zielgerichtet eingesetzt werden, dass nicht so viel Geld für Verwaltung, Beantragung und Kontrolle drauf geht, sondern das meiste auch wirklich dort ankommt, wo es hin soll. Und das ist doch eine gemeinsame Aufgabe, wo ja grundsätzlich, glaube ich, auch hier, was selten ist im Plenum, eine grundsätzlich positive Einstellung zu diesem Förderinstrument da ist. Der größte Batzen ist der Stadtumbau oder der Pott-Stadtumbau. Was versteht man darunter genau? Stadtumbau Ost und Stadtumbau West sind zwei im Ursprung jedenfalls nebeneinander herlaufende Programme, weil hier insbesondere für Infrastrukturausstattung, für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen, gerade in den neuen Bundesländern, natürlich eine besonders große Aufgabenstellung da war. Deswegen ist es auch unterschiedlich stark gefördert worden. Wir werden aber jetzt in der Zukunft, Herr Sitter hat das gesagt, uns mit der Frage beschäftigen, wie werden wir die Förderung nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedürftigkeit zu organisieren haben. Denn auch das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Wenn Sie sich heute viele Städte in den neuen Bundesländern ansehen, haben Sie heute hohe städtebauliche Qualitäten. Und das ist so, weil es die Städtebauförderung in Deutschland gibt. Städtebauförderung ist also was Gutes. Man kann sich unter Denkmalschutz sicherlich am meisten vorstellen unter diesem Topf. Aber da gibt es natürlich auch Dinge, die muss man ansprechen. Zum Beispiel eine Stadt wie Görlitz. Ich war häufig in der DDR zu Besuch in der Nähe von Görlitz, weil meine Familie daherkommt, und muss sagen, es war eine quirlige, lebendige Stadt mit einem tollen Polenmarkt. Die Menschen, auch Touristen, waren dort. Wenn man heute dahin fährt, ist es vielleicht eine der bestrenoviertesten Städte, die wir überhaupt haben. Ein tolles Ensemble, ich kann nur jedem raten, da mal hinzufahren. Aber außer Touristen und Touristenführern und zwei Cafés finden Sie im näheren Innenstadtbereich nichts mehr, denn da kann gar keiner mehr wohnen, ist viel zu teuer. Das hat natürlich vielleicht andere Gründe, wo wir auch schauen müssen, wie sind die Besitzverhältnisse Ost und West. Das ist ein Thema, wo wir heute feststellen, wir haben gut durchsanierte Innenstädte, auch in den ostdeutschen Städten. Nur die Eigentumsverhältnisse sind oft nicht die Menschen, die dort vor Ort wohnen, sondern es ist ein Stück weit dann die westliche Himmelsrichtung. Das ist einfach historisch so entstanden. Das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass so die Verantwortung für Eigentum jetzt große Vitalität entwickelt. Görlitz speziell ist jetzt ein Hotspot geworden, auch für Leute, die ihren Lebensabend dort verbringen, was ja in Ordnung ist für die Städte. Das führt natürlich zu höheren Mieten jetzt für die Einwohner dort. Aber grundsätzlich ist das ja erstmal ein Anziehungspunkt und ein sehr positives Beispiel, das Sie gerade genannt haben. Wichtig ist natürlich eben dann, dass auch durch Eigeninitiative, durch private Investitionen einfach Leben in so einer Stadt passiert. Da kann die beste Städtebauförderung passieren. Das ist eine Aufgabe auch der Menschen dort vor Ort, das mit anzupacken und dort voranzukommen. Man hat festgestellt, dass es nicht so ganz klar ist, ob es eine Stadtflucht oder eine Landflucht in Deutschland gibt. Das ist auch eine Untersuchung einer Studie, die sagt, junge Menschen, Studenten, die ziehen in die Innenstädte, auch bis hin nach München. Da gibt es dann noch Wohnraum, der bezahlt wird. Leute, die den Wohnraum bezahlt kriegen, die wohnen auch in Innenstädten. Aber Familien oder normale Menschen können sich die Mieten in Großstädten wie Hamburg, München oder auch Berlin mittlerweile gar nicht mehr leisten. Was kann denn da die Städtebauförderung tun? Die Städtebauförderung müsste sich in der Zukunft mit der Frage beschäftigen, wie denn eigentlich Wohnraumförderung und Städtebauförderung, also Aufwertung von Quartieren beispielsweise, zusammengeführt werden kann. Ich will ein Beispiel geben. Wenn Sie sich die ländlichen Kommunen beispielsweise ansehen, dann werden Sie feststellen, dass gerade in sozusagen den historischen Ortskernen Gebäude leergezogen werden, freistehen und dort keine Nachmieter gefunden werden können, weil die städtebauliche Struktur das nicht zulässt. Da stellt sich die Frage, kann die städtebauliche Förderung beispielsweise dazu einen Beitrag leisten, dass diese Gebäude und Grundstücke aufgewertet werden. Das ist ein Gesichtspunkt. In den großen Städten ist es häufig eine Frage des Wohnumfeldes. Deswegen habe ich ganz zu Anfang gesagt, Stadt ist eine soziale Veranstaltung, die sich nicht, das Beispiel Görlitz haben Sie gerade genannt, in Kubikmeter umbautem Raum, in schönen Straßen alleine erschöpft. Deswegen hat die Städtebauförderung auch hier Möglichkeiten für Stadtteilkonzepte, für Stadtmarketingkonzepte, für Belebung von Innenstädten. Das ist auch drin. Herr Sitter, ich hätte Sie gerne noch was gefragt, aber drin geht es los. Wolfgang Schäuble ist da und ich gebe rein.